Tauchen wir gleich ein, aber erstmal guten Morgen auch von meiner Seite. Schön, dass du hier bist. Schön, dass du entweder live zuguckst oder später die Predigt anguckst. Jesus nachzufolgen, darum geht es heute und in den nächsten Wochen. Und ich möchte gleich einsteigen mit den ersten Worten, die Jesus öffentlich gesagt hat. Die ersten Worte, die Jesus öffentlich gesagt hat, nach Markus heißt es da, die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Ich bin hier in diese Welt getreten und mit mir ist das Reich Gottes nahe herbeigekommen. Das ist, was Jesus hier sagt. Und dann fordert er auf und sagt, kehrt um und glaubt. Kehrt um und glaubt an das Evangelium. Und dann ging Jesus umher am See Genezareth, wie einige unter euch in den letzten oder vor ein paar Tagen. Und dann trifft er da auf zwei Fischer, wir haben es gesehen, und er sagt ihnen oder lädt sie ein und sagt, komm, folgt mir nach. Jetzt ist nicht mehr Zeit, Menschen zu fischen, ich mache euch zum, nicht mehr Zeit, Fische zu fischen. Das ist ein richtiger Zungenbrecher. Fische fischen, jetzt ist Menschenfischen dran. Kommt, folgt mir nach. Und das war die Szene von Petrus und Andreas, wenn ihr die nicht erkannt habt. Und weiter ging es auch, dass er die Einladung noch weiteren jungen Männern ausgesprochen hat, gesagt, kommt, folgt mir nach. Kommt hinter mir her. Und was Jesus hier mit den ersten Sätzen sagt, das ist radikal. Wir lesen da ja so schwupps drüber, wir gucken das an, aber was Jesus hier sagt, ist radikal. Er sagt, das Reich Gottes ist herbeigekommen. Es fängt mit mir an, auf was Menschen seit Jahrhunderten gewartet haben. Jetzt wird es plötzlich Realität. Und er sagt, hey, es gibt gute Nachrichten für dich. Für dich und für mich. Und mit dieser guten Nachricht, diese klare Aufforderung, komm und folg mir. Jetzt. Jetzt. Komm und folg mir. Jetzt. Und ich habe mir da ein paar Gedanken gemacht und ich finde es so krass, was Jesus hier, in der Jugendsprache würde man sagen, der haut da einfach mal ein paar fundamentale Wahrheiten raus. Ich weiß jetzt nicht, was fundamentale Wahrheiten in Jugendsprache ist, aber er haut da auf jeden Fall mal was raus. Und diese fundamentalen Wahrheiten, um das einfach nochmal in den Raum hier, in den Mittelpunkt zu stellen, ist das Leben, das Erste ist, das Leben mit Gott beginnt nicht irgendwann. Irgendwann, wenn mein Leben hier vorbei ist und ich irgendwo im Himmel bin oder der Himmel kommt oder wie auch immer, sondern das Leben mit Gott findet hier und jetzt statt, heute, jetzt gerade. Findet dieses Leben statt. Und das Zweite, was Jesus so klar macht, ist, er möchte nicht nur einfach, dass wir über ihn etwas wissen. Das reicht ihm nicht. Er möchte, dass wir ihm nachfolgen. Und das Dritte, beim Nachfolgen, wir sind ja hier mit Follower, ich weiß nicht, wie viele Follower du hast, aber das ist nicht, was Jesus sucht. Jesus sucht nicht ein paar Leute, die ab und zu mal applaudieren und irgendwie ein Like da lassen. Ah, sorry, seht ihr da meine Bilder? Mann, das ist meine Followerin. Die irgendwie ein Like da lassen. Hey, cool gemacht, Jesus. Sondern Jesus möchte uns sein Leben schenken, indem wir eine Fülle erleben. Und das ist, was er auch sagt, wozu er kam. Er kam und hat sich vorgestellt und gesagt, ich bin das Leben. Und ich bin gekommen, um jedem Menschen das Leben zu bringen. Und dann sagt er, und wer mich hat, wer mit mir verbunden ist, wer mich in sich trägt, wer mir nachfolgt, der hat das Leben. Und darum geht es bei unserer Follow-Serie. Und ihr seht hier schon ein paar Schuhe. Nachfolgen, Schritt für Schritt. Wir gehen ja dahin, wo unsere Füße uns hintragen oder uns vorausgehen. In unserer Follow-Serie, da geht es genau darum, da heißt es, oder worum es geht, Jesus möchte Menschen in die Nachfolge führen, damit sie das wunderbare Leben erleben, das er ihnen geschenkt hat. Das sage ich nochmal, weil es so wichtig ist.
Jesus möchte Menschen in die Nachfolge führen, damit sie das wunderbare Leben erleben, was er ihnen geschenkt hat. Darum geht es in unserer Serie. Und ich kann euch sagen, seit 30 Jahren mache ich das, lebe ich das, folge Jesus nach. Und das Beste, was ich jemals entschieden habe, so wie wir das gerade gesungen haben, no turning back. Ich habe nie dran gedacht, dem irgendwie den Rücken zu kehren. Nie. Es war die beste Entscheidung in meinem Leben, Jesus nachzufolgen. Die allerbeste. Und ich hoffe, du kannst es auch über dich sagen, dass es deine beste Entscheidung war und ist. Im Laufe der Zeit habe ich allerdings etwas gemerkt, Jesus nachzufolgen. Und vor allem in der letzten Zeit wurde mir eine Tatsache immer mehr bewusst, dass bei Jesus nachfolgen es am Ende nicht entscheidend ist, was ich über ihn weiß. Das ist nicht entscheidend, was ich über ihn weiß. Entscheidend ist, ob wir unsere Erkenntnisse, die wir über ihn haben oder von ihm geschenkt bekommen haben, in Handlungen umwandeln, die zu Herzensgewohnheiten werden. Das ist entscheidend. Das ist nicht, was wir über ihn wissen. Die Frage ist, ob das Wissen in Handlungen übersetzt, umgewandelt wird und zu Herzensgewohnheiten werden. Und ich weiß nicht, ob du das, oder ich bin mir sicher, du kennst es auch, manchmal diese Momente der Erkenntnis und der Offenbarung zu haben, so diese klaren Augenblicke, wenn du plötzlich merkst, jetzt merke ich wieder neu, worum es im Leben geht. Jetzt weiß ich, was ich in dieser Situation oder in dieser Lebensphase tun sollte. So Sachen wie, ich sollte da und da Zeit mit meinen Kindern verbringen oder mit meinem Partner oder mit meinem Freund oder mit meiner Freundin. Ich sollte, und ihr merkt, das hat so ein bisschen was mit Vorsätzen zu tun, ich sollte regelmäßig Sport machen. Ab und zu kommen wir, ist plötzlich diese Erkenntnis da. Ja? Sport machen wäre richtig gut. Oder kontinuierlich lesen, kontinuierlich lernen. Zeit, sich für die Ruhe und Reflexion zu nehmen. Die Wichtigkeit plötzlich zu erkennen, sich einzubringen irgendwo. Zum Beispiel hier im Kontext von Gemeinde. Oder eine Dankbarkeit zu entwickeln, weil irgendwie merke ich, die fehlt. Oder es wäre gut, zu vergeben. Kennt ihr das? Oder rede ich nur von mir? So diese Momente, wo ihr irgendwie so, jetzt weiß ich genau, was zu tun ist. Und diese Momente der Erkenntnis, der Inspiration, wo ich plötzlich, jetzt weiß ich es, die verschwimmen so mit der Zeit. Und dann sind sie auf einmal weg. Und oft, das merke ich zumindest bei mir, habe ich es nicht umgesetzt in eine Handlung. Und nach einer Zeit stehe ich da und es hat sich eigentlich nichts verändert, außer dass ich mal vor ein paar Wochen oder Monaten die tolle Erkenntnis hatte, diesen lichten Moment, das sollte ich tun. Und ich merke, das geht mir auch mit meinem Leben mit Gott so. Plötzlich habe ich die Erkenntnis, Gott voll und ganz zu vertrauen, das ist, was ich jetzt tun müsste. Das muss ich jetzt tun, Gott voll und ganz vertrauen. Oder habt ihr es auch, morgens aufstehen und einfach den Tag mit Gott beginnen, mit ihm reden. Und wenn ich das täglich mache, das wird mein Leben so verändern. Oder zu merken, der Heilige Geist lebt in mir und er möchte mein Leben führen, mir täglich Impulse geben. Wie wird mein Leben aussehen? Und ich weiß nicht, ob du solche Sätze auch kennst oder solche Gedanken hast, wenn ich das machen würde. Aber nur das allein zu wissen reicht nicht aus. Wir müssen diese Erkenntnisse, die wir da haben, Erkenntnisse über Gott, über uns, über das Leben, die müssen wir in Handlungen umsetzen oder verwandeln, sodass sie wirklich zu Herzen und Lebensgewohnheiten werden. Und dann, wenn wir das tun, dann erleben wir die transformierende Kraft Gottes tagtäglich in unserem Leben. Das kann ich dir versprechen.
Und wisst ihr, wenn wir so reden, einfach nochmal ein paar wichtige fundamentale Sachen. Das Erste ist, Jesus hat uns neues Leben geschenkt. Und wir können und brauchen da nichts hinzuzufügen. Ja, er hat uns das Leben geschenkt und wir sollen dieses Leben erfahren. Er wirkt es auch in uns, nicht was wir selber tun können. Aber wir können in unserem Alltag uns entsprechend ausrichten, diesem neuen Leben Raum geben, das wir geschenkt bekommen haben. Und das ist wirklich wichtig. Wichtig auch, weil wir dieses Jahr einen besonderen Herzenswunsch haben, nämlich, dass Menschen Glauben erleben und anfangen, Jesus nachzufolgen, so wie die allermeisten hier das tun. Und das Beste, was wir machen können, um das zu erleben, ist es selber leidenschaftliche Nachfolger zu sein. So dass Nachbarn und Freunde und Familie und Arbeitskollegen und wer auch immer an uns sieht, was es bedeutet, Jesus nachzufolgen. Das ist das Beste, was wir tun können. Und und dass wir bereit und fähig sind, wenn Menschen da sind, sie auch wirklich in der Nachfolge zu begleiten. Und deshalb freuen wir uns, in diese Serie einzutauchen, in diese 40 oder 43 Tage, wie auch immer, wie wir jetzt miteinander unterwegs sind, wo wir uns mit Gewohnheiten, Herzensgewohnheiten auch auseinandersetzen, die uns helfen, die uns dabei dienen, dieses neue Leben zu leben. Und ich habe euch die Themen da mal hingeworfen, mit denen wir uns auseinandersetzen, und da steckt so wahnsinnig viel drin, und ich freue mich auf jedes einzelne Thema, das in täglichen Impulsen auch vertieft wird. Heute, ich folge Jesus, dem Herrn meines Lebens. Ich gehöre zu meiner Gemeindefamilie. Ich höre auf Gott und sein Wort. Ich lebe geführt vom Heiligen Geist. Wow. Ich lebe ein großzügiges Leben und ich lebe ein neues Leben. Sehr simpel, aber stellt ihr das mal vor, dass diese Sachen, diese sechs Sachen, was da draufstehen, wie dein Leben aussieht, wenn das deine täglichen Herzensgewohnheiten sind, wenn das in deinem Leben passiert. Und ich wünsche mir das für mein Leben, ich wünsche es mir für dein Leben, und ich gehe wirklich mit einer großen Erwartung auch in diese nächsten 40, 42, 43 Tage, weil ich weiß, dass Gott diese Zeit benutzen möchte, damit wir ihn immer besser kennenlernen, dass wir reifen und wachsen in der Nachfolge. Da sind wir zutiefst davon überzeugt, dass er das möchte, und ich möchte mich darauf einlassen. Ich möchte wirklich diese Zeit nutzen, um zu wachsen, um zu reifen in der Nachfolge. Und wenn du dir das auch wünschst, dann halt doch kurz mit mir an und lass uns einfach für diese Zeit beten. Herr, wir stehen jetzt am Anfang einer gemeinsamen Reise, wo wir Nachfolge neu entdecken wollen für uns. Reflektieren wollen, was leben wir schon? Nicht, was wissen wir, sondern was leben wir schon? Danke, dass du uns eingeladen hast und gesagt hast, folge mir nach. Und danke, dass du mit dieser Einladung, dass dann großes Vertrauen und ein Glauben in uns, für uns da ist, dass wir dir tatsächlich nachfolgen können. Nicht, weil wir dazu irgendwie unsere eigene Kraft brauchen, sondern weil du uns alles schenkst, was wir für dieses Leben in der Nachfolge brauchen. Und Herr, wir wollen wirklich das entdecken. Und wir beten, ich bete, Herr, dass mein Leben wirklich ansteckend und anziehend wird für andere Menschen um mich herum. Danke für die Zeit. Danke für all das, was du in uns wirken möchtest. Amen. Amen. Genau, also lasst uns einsteigen. Das erste Thema, erste Herzensgewohnheit, ich folge Jesus, dem Herrn meines Lebens. Und ich möchte anfangen mit einer wahnsinnigen Aussage, die Jesus kurz vor seiner Himmelfahrt, nach seiner Auferstehung macht. Und das sagt er, mir ist gegeben alle Gewalt. Im Himmel und auf der Erde.
mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Kannst du dir vorstellen, was das bedeutet? Alle Gewalt? Ich finde das eine absolut krasse Aussage. Mir ist gegeben alle Gewalt. Was bedeutet das für ihn? Und was bedeutet es gleichzeitig für uns? Wenn wir alle wissen, dass Jesus am Kreuz den Job vollendet hat, wozu er gekommen war, am Kreuz zu sterben, aufzustehen, und jetzt war er als Sieger gerade auf dem Weg zum Thron, sich hinzusetzen als König, weil er regiert. Und er regiert nicht über ein bisschen, sondern er regiert tatsächlich über alles, über die ganze Schöpfung. Alles, was wir sehen, alles an Wunderschönem da draußen und die dunkelste Ecke in Stuttgart und sonst wo auf der Welt, alles gehört ihm, alles ist seins. Alles wurde durch ihn geschaffen, alles hat in ihm sein Ziel, alles ist seins. Er regiert. Das ist unser König. Das, was Gott in Adam verloren hat, das hat er in Christus wiederhergestellt. Ja? Ihr kennt diese wichtige Botschaft, viele von euch, die wir immer wieder auch kommunizieren. Er ist der Retter. Und das ist ein wunderbarer Startpunkt, ein wichtiger Startpunkt für unser Leben, dass wir ihn als Retter entdecken. So wie Simon Petrus in dem Video, als er auf die Knie gegangen ist, und du bist tatsächlich der Messias, der Retter, auf den wir so lange gewartet haben. Durch Jesus erleben wir Rettung. Was für ein wunderbares Geschenk. Aber wisst ihr was? Das ist noch nicht alles. Da gibt es noch viel, viel mehr. Eine Sache, auf die ich heute eingehen möchte, erwähnt Petrus auch in seiner Pfingstpredigt ganz am Anfang. Da heißt es nämlich, sagt Petrus, es steht also unzweifelhaft fest. Da gibt es nichts dran zu rütteln. Und ganz Israel soll es erkennen. Jeder soll das blicken. Jeder soll eine Offenbarung davon haben. Von was? Von zwei Dingen. Das erste ist, dass Jesus der Messias, der Christus, der Retter ist. Das hat etwas mit unserer Ewigkeit zu tun. Und das zweite, dass Gott Jesus auch zum Herrn gemacht hat. Und das ist übrigens dieser Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Also nochmal, Jesus ist beides. Er ist der Messias, er ist der Retter, er ist der Christus. Das hat was mit meiner Ewigkeit zu tun, die jetzt schon beginnt. Und Jesus ist der Herr, das hat mit meinem Leben hier, das hat mit meiner Bestimmung, das hat mit meiner Berufung etwas zu tun. Wir kennen das, diese schöne, respektvolle Anrede Herr. Jesus wurde immer mal wieder als Herr angesprochen. Mein Herr Marie, Herr Mara, Maranatha, das kennen wir, der Herr kommt bald. Das ist die eine Sache, wie Jesus immer wieder angesprochen wurde. Aber Petrus meint hier was völlig anderes. Ich sage nicht, das ist einfach nur der Herr, ein respektvoller Titel, sondern er meint hier, er ist der Herr, der Kyrios. Ein Titel, den die Römer damals, den die Griechen damals für ihre Götter verwendet haben, der Herr. Und mit Kaiser Augustus war selbst Cäsar Gott, der Herr Kyrios. Und Petrus verwendet genau diesen Ausdruck hier und er sagt, Gott hat Jesus zum Kyrios gemacht, zum Herrn. Und nicht zu irgendeinem Herrn. Jesus trägt ein T-Shirt oder eine Hose. Könnt ihr nachlesen in Offenbarung, da steht drauf, wer er tatsächlich ist. Nicht nur irgendein Herr, sondern der Herr aller Herren und der König aller Könige. Könnt ihr mal nachlesen in der Offenbarung. Das ist, wer er ist. Und wir singen das ja. Oder wir singen es nicht, wir singen diesen Hymnus nicht mehr, aber wir kennen das vom Philipperbrief, dass es ein anderer Herr ist, nicht wie der Kaiser oder wie der Cäsar, der durch Gewalt regiert, sondern Jesus hat sein Leben hingegeben. Er war gehorsam bis zum Tod und deshalb, heißt es im Philipper, auch deshalb hat Gott ihn auch so unvergleichlich hoch erhöht und hat ihm den Ehrentitel gegeben. Ehrentitel Herr. Er hat ihn zum Herrn gemacht. Und weil Jesus diesen Namen trägt, werden sich einmal alle vor ihm auf die Knie werfen. Alle, die im Himmel, auf der Erde und unter der Erde sind. Alle werden erkennen, dass Jesus Christus der Kyrios, der Herr ist.
Als ich Teenie war, da gab es auch schon TV-Serien. Und eine TV-Serie, die damals wirklich angesagt waren, war Baywatch. Kennt ihr Baywatch? Das ist die Serie, wo David Hasselhoff in roter Badehose, ich habe mir ja überlegt, ob ich in roter Badehose heute Morgen kommen soll, in roter Badehose am Strand läuft und ab und zu einen Menschen rettet, ins Wasser springt und ihn herausrettet. Und auf wunderbare Weise passiert es, dann ziehen sie ihm aus dem Wasser heraus, der am Ertrinken ist, wird dadurch gerettet und dann wird der wieder seiner Familie übergeben oder wird einfach wieder an den Strand gebracht. Und da endet die übrigens die Verantwortung des Rettungsschwimmers. Ist gerettet. Wie gut, dass Jesus kein David Hasselhoff ist. Ich meine, der hätte ihn auch mal spielen können. Jesus verfilmen. Aber Jesus ist mehr als David Hasselhoff. Er kam nicht nur einfach, uns zu retten und dann uns wieder an den Strand zu bringen. Er kam und hat uns gerettet, dass wir ihm jetzt nachfolgen können. Dass er der Herr meines Lebens sein kann. Deshalb kam er. Er ist Retter und Herr. Und das ist der Startpunkt unseres Lebens, der Nachfolge mit ihm. Da heißt es ja, Paulus schreibt das so wunderbar in Römer 10, heißt es, wenn du also mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und mit deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Jesus ist der Herr. Dieses Bekenntnis. Und ganz viele von euch haben diese Entscheidung mal getroffen. Jesus soll mein Herr sein. Und jetzt ist die Frage, wurde das zu einer kontinuierlichen Gewohnheit, ihn immer wieder zum Herr zu machen, egal wo und in welchem Lebensbereich? Darum geht es heute. Ich folge Jesus, dem Herrn meines Lebens. Und wenn Jesus der Herr ist, dann gehören wir zu ihm, dann gehört ihm unsere Entscheidungsgewalt und dann sind wir sein Eigentum. Das ist, was Kyrios meint. Das ist, was sein Anspruch ist. Und ich weiß, das ist was anderes als, ich bin Follower auf Instagram. Entscheidungsgewalt. Eigentum. Wir gehören ihm. Und das ist ja so eine große Frage, gell, wenn es um Entscheidungsgewalt und Kontrolle geht. Wer hat eigentlich die Entscheidungsgewalt über dein Leben? Wer hat die Kontrolle über dein Leben? Es gibt so eine schöne Anekdote von zwei Omas, die gemeinsam Auto fahren. Es sagt die eine zur anderen, ist dir aufgefallen, dass du gerade zwei Stoppschilder übersehen hast, über die rote Ampel gefahren bist und jetzt geradeaus über den Kreisverkehr? Und dann sagt die andere, willst du mir etwa damit sagen, dass ich gerade fahre? Wer fährt? Wer entscheidet? Das ist die Frage auch für unser Leben. Und jemanden zum Herrn zu machen, bedeutet, ihm die Entscheidungsgewalt zu übergeben. Und ich bin mir durchaus bewusst, wenn ich darüber rede und du vielleicht heute Morgen hier bist oder zuguckst und gar nicht Jesus nachfolgst oder das alles neu für dich ist, dann denkst du wahrscheinlich, Entscheidungsgewalt übergeben, da bin ich nicht bereit dazu. Das hört sich beunruhigend an. Wer will schon die Kontrolle über sein Leben abgeben? Wer will die Entscheidungsgewalt jemand anderem überlassen? Wir wollen das doch selber behalten. Es ist interessant, wenn man Menschen fragen würde, auf der Straße oder sonst wo, hey, wer hat die Entscheidungsgewalt über dein Leben? Dann würden sie wahrscheinlich, ich sag jetzt mal in der Regel, sagen, ich. Ich habe die Entscheidungsgewalt und die Kontrolle über mein Leben. Typische Antwort unserer Zeit, unserer modernen Zeit. Wir leben in so einem Pragmatismus, was gerade so funktioniert für mich, das mache ich. Und wir leben in einem extensiven Individualismus. Merken wir gar nicht, weil wir da gerade drin stecken. Es
unsere blinden Flecken, aber meine Sichtweise der Dinge bestimmt meine Realität und meine Wahrheit. Jetzt mal ganz kurz gesagt, ich bestimme, nach welchen Maßstäben ich lebe. Und mir ist, weil ich den Film so mag, Invictus, dieses bekannte Gedicht eingefallen, wo es da heißt, I am the master of my fate. I am the captain of my soul. Und zu Deutsch heißt es, ich bin der Herr meines Schicksals. Ich bin der Kapitän meiner Seele. Ich kontrolliere das alles. Und wenn ich dann mir die Bibel anschaue und die Worte von Jesus höre, dann merke ich, wie er genau das radikal herausfordert. Er fordert das radikal heraus, indem er sagt, wisst ihr was? Ich bin der Weg. Und ich bin die Wahrheit. Und ich bin das Leben. Und ich bin der Herr. Wisst ihr, manchmal denken wir, dass wir das Leben unter Kontrolle haben und die Entscheidungsgewalt. Aber ich kann dir sagen, da täuschen wir uns manchmal ganz schön arg. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir verstehen, dass wir nicht die Kontrolle haben. Paulus beschreibt das ja mal so wunderschön mit seinem Leben vor Jesus, wo er sagt, hey, in Römer 7 habe ich diese Gesetzmäßigkeit gefunden. Ich wollte das Richtige tun, habe das Böse getan. Innerlich habe ich mit all dem übereingestimmt. Aber wenn man mein Handeln angeguckt hat, hey, da war das meilenweit entfernt. Eine Rede davon, wie er gefangen, als Gefangener sich gefühlt hat und überlegt hat, gibt es überhaupt Hoffnung für mich? Und dann sagt er, doch, es gibt Hoffnung für mich. Christus ist für mich gestorben, hat mir neues Leben ermöglicht. Und Paulus beschreibt da in wenigen Worten, was wir ja schon wissen, dass wir auch fremdbestimmt sind. Und ich weiß nicht, was es bei dir ist. Vielleicht ist es Geld oder Karriere oder Macht oder Anerkennung, Erwartungen anderer, Vergnügungen, eigene Träume, Trends, egal auch was, könnte man eine Liste lang machen. Was muss rufen oder musste rufen, dass du rennst? Was muss rufen, dass du rennst? Und wenn wir nach solchen Dingen rennen oder aufgrund dieser Dinge rennen müssen, dann führt uns das in der Regel nicht zum Leben. Nicht zu dem Leben der Fülle, das Gott für uns hat. Wir haben nicht die Kontrolle über unser Leben. Wir haben nicht die Kontrolle über unser Leben, aber wir haben die Freiheit, unser Leben Jesus hinzugeben. Diese Freiheit haben wir und das ist wunderbar. Wir können unser Leben ihm anvertrauen. Und erst wenn wir ihm die Entscheidungsgewalt, erst wenn wir ihm die Kontrolle über unser Leben geben, dann können wir das wahre Leben erleben. Ich habe natürlich jetzt durch 30 Jahre Nachfolge einen unglaublichen Vorteil. Falls du Jesus noch nie nachgefolgt bist, ich kenne seinen Charakter, ich kenne sein Herz, ich kenne seine Absichten, ich kenne seine Träume für mein Leben. Ich kenne, was ihn antreibt. Ich kenne seine Liebe zu uns. Und ich weiß, dass er alles für uns gegeben hat und deshalb kann ich ihm alles, mein ganzes Leben hingeben. Und ich wünschte, du würdest ihn genauso kennenlernen und würdest dich darauf einlassen, ihm dein Leben anzuvertrauen. Ich weiß, dass er die besten Absichten für mich hat. Bessere, als ich für mich selber haben könnte. Und deshalb habe ich ihm mein Leben anvertraut. Deshalb habe ich ihn zum Herrn meines Lebens gemacht. Und da geht es nicht um irgendwelche Teile von unserem Leben, irgendwelche Bereiche von unserem Leben, die wir ihm geben. Das fällt mir auch immer wieder auf, wenn ich mit Menschen rede, dann merke ich ja, sie haben gewisse Lebensbereiche Jesus gegeben, meistens die, die nicht laufen, weil die, die laufen, die brauche ich ihm ja nicht geben. Da läuft ja alles gut. Und vielleicht zwei Punkte nur in dem Bezug. Der erste Punkt ist, entweder ist Jesus Herr über alles oder er ist Herr über gar nichts. Du kannst ihm nicht nur ein bisschen geben. Und das zweite ist, wenn du denkst, das läuft doch ganz gut, Jesus hat so viel mehr für dich, als was du denkst, was da gerade gut läuft. Es lohnt sich ihm wirklich alles zu geben. Und ich möchte dich herausfordern,
in der nächsten Woche, wenn wir uns mit diesem Thema noch tiefer beschäftigen, wirklich zu überlegen, was bedeutet es konkret, meine ganzen Lebensbereiche ihm zu geben? Und geh mal die Lebensbereiche durch. Dein Glaubensleben, aber auch Beziehungen, Familie, Ehe, Kinder, Gesundheit, Beruf und Karriere, deine Finanzen, Nachbarschaft, Hobbys, diese unterschiedlichen Bereiche, und überleg mal, wie sieht es konkret bei dir aus, dass er der Herr deines Lebens dort ist. Vielleicht überrascht dich das heute Morgen, wenn wir über Nachfolge reden, dass es da gar nicht um irgendwie antrainierte Verhaltensweisen oder irgendwie christliche Moral geht, sondern dass es irgendwie einen viel, viel größeren Kontext hat. Dass es bei Follow tatsächlich darum geht, zu entdecken, dass ich nur die Person sein kann, zu der ich berufen bin, wenn ich mein Leben voll und ganz Jesus hingebe. Ich kann nur die Person sein, zu der ich berufen bin, die Gott mich erschaffen hat, wenn ich ihm mein Leben anvertraue und mein Leben voll und ganz nach ihm ausrichte. Und wenn ich das tue, dann schenkt er mir ein völlig neues Leben. Das bedeutet es, Jesus nachzufolgen. Er schenkt mir ein völlig neues Leben. Und Teil dieses neuen Lebens ist, dass er mein König ist und dass ich in einem neuen Königreich lebe. Weil das ist, was passiert. Dass er uns nimmt aus der Macht der Finsternis und uns hineinsetzt in das Reich seines Sohnes. Und das ist völlig anders, dieses Reich. Da ist Liebe die Motivation. Wird in einem anderen Geist gelebt. Da werde ich befähigt durch den Heiligen Geist. Und hier entdecke ich wirklich, was Gerechtigkeit, Frieden und Freude ist. Von der Freude gesungen. Das erlebe ich in seinem Reich. Das erlebe ich, wenn ich ihm nachfolge. Und was passiert konkret, wenn ich Jesus zum Herrn meines Lebens mache? Noch ein paar kurze Punkte am Ende. Was passiert konkret, wenn ich Jesus zum Herrn meines Lebens mache? Das Erste, ist, was passiert ist, ich habe eine neue Perspektive auf meine Identität, wer ich bin. In Galater 2,20 heißt es, nicht mehr ich bin es, der lebt, nein, Christus lebt in mir. Nicht mehr ich bin es, der lebt, nein, Christus lebt in mir. Wisst ihr, demjenigen, dem ich nachfolge, demjenigen, dem meine Loyalität gehört, der bestimmt, wer ich bin. Und durch Jesus hat uns der Vater zu seinen Söhnen und Töchtern gemacht. Und indem wir Jesus jetzt nachfolgen, indem wir mit ihm leben, entdecken wir tatsächlich, wer wir sind, immer mehr. Jeden Tag ein Stück mehr dürfen wir das entdecken. Und in der Taufe, so ein großes Thema werden wir uns auch diese Woche einen Tag lang beschäftigen, in diesem Booklet oder Bibelleseplan, den wir vorbereitet haben. Und in der Taufe geht es genau darum, dass nicht mehr ich lebe, sondern dass ich gestorben bin und mit ihm ein neues Leben habe, eine neue Identität. Das Zweite, was passiert, wenn ich Jesus von ganzem Herzen nachfolge, wenn er der Herr meines Lebens ist, ist, dass ich neue Prioritäten habe. Ich habe neue Prioritäten. In Lukas 9, da hat Jesus die ganze Menschenmenge vor sich und er spricht ja wirklich zu allen. Er spricht zu allen und fordert und sagt, wer mir folgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Jesus lädt die ganzen Menschen ein, ihm nachzufolgen. Wir wissen, das haben nur wenige angenommen, diese Einladung, und sind ihm tatsächlich nachgefolgt. Am Anfang die 12. Und wir lesen hier, dass es was kostet. Jesus nachzufolgen kostet etwas. Sein Kreuz auf sich nehmen. Sein Kreuz, seine Lebensmission, all für das, was er kam, das zu unserem Kreuz, zu unserer Lebensmission zu machen. Sein Kreuz auf sich zu nehmen, sich in ihm zu verlieren. Und in dem gleichen Kapitel, wo Jesus unterwegs ist mit den Menschen, da sprach er dann zu einem anderen. Und ich finde es so interessant, weil das zu Prioritäten spricht. Sagt er zu einem anderen, ein paar Verse später, folge mir nach. Und den er eingeladen hatte, der sprach, Herr, erlaube mir, dass ich zuvor hingehe und meinen Vater begrabe. Erlaube mir, dass ich zuvor hingehe und meinen Vater begrabe. Und er sprach zu ihm, lass die Toten ihre Toten begraben. Du aber gehe hin und verkündige das Reich Gottes. Was Jesus hier verdeutlicht ist,
andere Prioritäten. Und was er verdeutlicht hier ist auch so, dass Handlungen aus dem Verständnis herauskommen, wer wir sind. Meine Identität befähigt mich, meine Berufung zu leben. Und mein ganzes Leben, meine Prioritäten werden radikal beeinflusst, wenn ich Jesus nachfolge. Es geht um sein Reich, es geht um das, was er gesagt hat, Vater, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Das ist, was die Einstellung von Jesus war. Die Liebe, die Jesus für uns hat, verändert unser ganzes Leben und beeinflusst unser Leben auf so eine konkrete Art und Weise. Wenn Jesus zur Priorität wird, dann folgt alles andere daraus. Wisst ihr, als Lissy und ich, als es mit uns angefangen hat vor 22 Jahren, okay. So ungefähr. Ja, gut. Okay, ihr seht schon, nachher gibt es ein Gespräch. Wir haben nicht über die Zahnpasta gesprochen. Wir haben nicht darüber gesprochen, wer den Müll rausbringt oder wie wir die Kinder erziehen oder wie wir unsere Wohnung einrichten oder wo wir in den Urlaub fahren. Oder das war nicht unser Gesprächsthema, sondern am Anfang stand eine Verpflichtung zueinander, ein Bekenntnis, du bist meine Priorität. Ja. Und weil sie meine Priorität ist, fließt alles andere daraus. Weil Jesus unsere Priorität ist, fangen wir an, gewisse Dinge zu tun. Weil Jesus unsere Priorität ist, fangen wir an, gewisse Dinge zu tun, ganz natürlich. Ganz natürlich. Wir müssen uns nichts anstrengen dabei, wir müssen uns nicht extra was vornehmen, es fließt einfach aus unserem Leben raus. Wenn Jesus unsere Priorität ist, dann fangen wir an, ganz natürlich Dinge zu tun. Und ich muss da immer wieder an meine Schwiegermutter denken, die ist vorgestern nach Australien zurück. Und wisst ihr was, sie sitzt im Zug oder ist am Flughafen und plötzlich redet sie mit einer Dame, und die ein bisschen nervös ist wegen ihrer Reise, und meine Schwiegermutter kann einfach nicht anders, als ihr von Jesus zu erzählen, für diese Frau zu beten. Es ist ganz natürlich, es passiert immer bei ihr. Immer. Ich kann dir sagen, warum, weil Jesus ihre Priorität ist. Passiert immer. Ganz natürlich. Und und Prioritäten werden übrigens bei Entscheidungen sichtbar. Ich weiß nicht, nach welchen Kriterien du Entscheidungen triffst. Wir haben uns zur Regel gesetzt, dass wir Entscheidungen nicht aus finanziellen Gründen treffen. Haben wir einfach mal entschieden. Wir treffen Entscheidungen aufgrund von Berufung, auf dem, was wir empfinden, was Jesus möchte, wo er uns haben möchte. Deshalb treffen wir Entscheidungen, aus diesen Kriterien heraus. Und das hat beispielsweise, sorry Schatz, aber das hat beispielsweise auch die Folge, dass Lissy, die ja Realschullehrerin ist, nicht als Beamtin in der Schule arbeitet. Und jeden Monat, wenn man einen Kontoauszug durchgeht und merkt, da ist jetzt kein Gehalt angekommen vom Regierungspräsidium oder von der Schule, und hey, oh, das ist jetzt die Krankenversicherung, das ist da keine Beihilfe, dann merkt man, das ist ein Batzen Geld, der mit dieser Entscheidung einhergeht. Aber wir haben die Entscheidung noch nie bereut. Und wir merken da, oder wir erleben auch eine Verheißung drin, die in Matthäus 6,33 steht: Wenn wir nach seinem Reich trachten und nach seiner Gerechtigkeit, dann wird uns alles andere zufallen. Das erleben wir. Ich weiß nicht, nach welchen Kriterien du deine Entscheidung triffst, aber es ist interessant, mal darüber nachzudenken, gerade in dem Bezug auf Nachfolge. Ich bin Teil einer neuen Gemeinschaft, da tauchen wir nächste Woche ein, und vielleicht das vierte noch, ich erlebe jeden Morgen seine Gnade neu. Das haben wir auch gesungen vorher. Da ist ein Rhythmus, den wir entdecken dürfen. Nachzufolgen ist nicht anstrengend. Ja, es kostet uns alles, aber es ist nicht anstrengend. Sein Joch ist leicht.
Und er lädt uns ein, neben ihn zu laufen und zu sagen, hey, lern mit mir den Rhythmus des Lebens, lern, wie ich es tue. Es ist leicht, ihm nachzufolgen. Und wir müssen uns da nicht anstrengen, sondern da ist auch Gnade da für uns. Und auch das werden wir entdecken. Genau, ich habe die vier Sachen, die mir eingefallen ist, spring mal weiter. Wenn Jesus der Herr meines Lebens, wenn ich Jesus dem Herrn meines Lebens folge, dann habe ich eine neue Identität, ich habe neue Prioritäten, ich habe eine neue Gemeinschaft, ich habe Gnade, die jeden Morgen neu ist. Das sind die wichtigen Punkte, die ich machen wollte heute. Und wir wollen uns nochmal den Worten zuwenden, die Jesus ganz am Anfang gesagt hat, mit denen wir den Gottesdienst begonnen haben. Und er lädt Menschen ein und sagt, folge mir nach. Folge mir nach. Und vielleicht bist du heute Morgen hier und sagst, das habe ich ja noch nie gehört, dass Jesus das von mir möchte. Ich dachte, ich muss irgendwie noch was tun. Oder ich genüge nicht, wie Simon Petrus in dem Video. Aber er lädt dich ein und sagt, folge mir nach. Und vielleicht möchtest du diese Entscheidung heute Morgen für dich das erste Mal in deinem Leben treffen und sagen, hey, ich will die Einladung annehmen. Ich will ihm nachfolgen. Die allermeisten, die hier sind, die haben diese Entscheidung getroffen. Aber möglicherweise geht es dir genauso wie mir. Dir genauso wie mir heute Morgen. Und du sagst, ich möchte die Entscheidung, die ich getroffen habe damals, ich möchte sehen, wie diese Entscheidung, dass Jesus der Herr meines Lebens ist, wie sie sich in täglichen Handlungen auch, wie das sichtbar wird, diese Entscheidung, und wie es zu Herzens- und Lebensgewohnheiten wird, ihn zum Herrn meines Lebens zu machen. Und wenn du heute Morgen da bist und sagst, ich will zum ersten Mal Jesus nachfolgen, oder ich wünsche mir so sehr, dass diese Entscheidung von damals, dass sie wirklich konkret und immer konkreter, sichtbarer wird in meinem Leben. Wenn du das möchtest, dann reagier doch heute Morgen drauf, auf diese Einladung von Jesus, folge mir nach. Und mach das einfach so, wie du das willst. Vielleicht möchtest du, wie im Video Simon Petrus, auf die Knie gehen, sagen, Herr, ja, ich möchte das. Vielleicht möchtest du aufstehen, als ein sichtbares Zeichen. Vielleicht bist du heute Morgen auch da und sagst, ich brauche Gebet, dann möchte ich dich einladen, nach hinten zu gehen. Da sind Menschen, die einfach für dich beten, mit dir auch diese Entscheidung, die du festmachen möchtest, ihm vielleicht heute Morgen nachzufolgen zum ersten Mal. Die möchten die Entscheidung mit dir festmachen. Und dann lass uns wirklich im Lobpreis drauf reagieren. Lobpreis ist so eine Zeit, wo wir einfach uns ihm auch hingeben. Und ich möchte dich einladen, in dieses Lied einzusteigen, wo wir singen wollen, Jesus sei du das Zentrum meines Lebens, meines ganzen Lebens. Ich lade dich ein, das zu sein.